sie unter Druck setzen, permanent mit viel Tempo und Variation. So zum Beispiel. Deutlich zu sehen, was passiert, wenn der zweite Aufschlag von Kimiko da. Die nutzt sie. Konzentriert ein. Sie hält den Druck nicht mehr stand. Toller Return. Sie wehrt auch den zweiten Breakball souverän ab. Perfekt. Die Beinarbeit serviert zum Satzgewinn. Oh. Da steckt er in der. Zu gut, wenn der Return war. Und wieder der Fehler der Amerikanerin, die einfach nicht beständig genug hier agiert. Kimiko Date dominiert das Match eindeutig 6:1. Doch, toll gemacht. Eine der schönsten Ballwechsel bisher. 40:0. An diesem Aufschlagsproblem. Na bitte. Toller Ballwechsel. Glänzend pariert. So schon besser. Zu gut. Riesenpassierschlag.
viel zu gut. Viel. Die Frage ist eben nur gewusst wie. Noch so ein Ding. Aggressiv. Ein Ball abgewehrt. Und das erste Ass von der Tür. Und sie hat es geschafft in einem etwas einseitigen Finale mit 6:1 und 6:2 gewinnt Kimiko Date zum ersten Mal. Diese Pan Pacific Open bleibt also besonders in ihrem Heimatland erfolgreich. Das ist das vierte Turnier bereits vor eigenem Publikum, das sie gewinnt. Lindsay Davenport nicht konstant genug in diesem Finale, aber auch sie hat natürlich schon eine prima Bilanz in diesem Jahr in 3 offiziellen Turnieren. Das Preisgeld für sie 148.500. Und mit diesen schönen Bildern einer strahlenden Siegerin verabschiede ich mich aus Tokio. Bis bald beim Tennis bei Eurosport.